Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pressevertreterinnen und Pressevertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel in der DKB Handball Bundesliga des vierten Spieltages zwischen der MT Melsungen und dem SCD HFK Leipzig. Halbzeitstand 14:14, Endstand 35:27, offizielle Zuschauerzahl 3.527 Besucher in der Kassel-Rotenbach-Halle. Und damit kommen wir zu unseren Gesprächsteilnehmern hier vorne auf dem Podium. Ich begrüße ganz herzlich den Trainer André Haber und Geschäftsführer Carsten Günther vom SCD HFK Leipzig und den Trainer der MT Melsungen Heiko Grimm und Vorstand Axel Gierken. André, traditionell das erste Wort hat der Gast. Bitte sehr, dein Statement zum Spiel. Ja, hallo von meiner Seite. Natürlich sind wir heute enttäuscht, weil wir zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten gespielt haben. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir vieles richtig gemacht, haben auch lange geführt. Das war wohlverdient, weil wir da sehr nah am Plan waren, weil uns da sehr viele Sachen gelungen sind, so wie wir es auch machen wollten. Natürlich waren wir auch da nicht hundertprozentig zufrieden, haben dann das in der Halbzeit angesprochen und haben dann eine zweite Halbzeit gespielt, die vor allen Dingen von unserer Deckung her nicht in Ordnung war. Es ist nicht so, dass wir da alles schlecht verteidigt hätten, aber wir haben halt einen sehr schlechten Start in die zweite Halbzeit, in dem wir, glaube ich, in den ersten 10 Minuten 4 Tore darüber kriegen, dass es zweimal der Abpraller bei MT Melsungen landet, wo wir eigentlich schon verteidigt haben, wo wir Melsungen im Zeitspiel haben, wo wir richtig gut gedeckt haben, und dann kriegt man 2 Abpraller-Tore und dann kriegt man noch 2 im Gegenstoß, wo wir den Ball einfach zu einfach gegen die 5-1-Abwehr von Melsungen verlieren und sind dann ins Hintertreffen geraten und man hat gesehen, wie viel leichter sich es dann für Melsungen spielen lässt. Mit dem 4-5 Tore Vorsprung machen sie das sehr gut. Und wir haben dann natürlich mental das Loch, das wir wissen, wir müssen unbedingt hier aufholen. Und dann passiert der ein oder andere Fehler mehr, weshalb wurde der ein oder andere Fehlwurf dann auch. Ich glaube, dass Simic in der zweiten Halbzeit dann noch sehr gut gehalten hat. Und wir dort nochmal Konterchancen aufgemacht haben für Melsungen. Und dann aber natürlich nach unserer Abwehrumstellung und mit dem mental leichten Knacks dann dort auch nicht mehr so verteidigt haben, wie wir das in der ersten Halbzeit getan haben und wie wir uns das vorgenommen haben. Und deshalb kommt so ein Ergebnis zustande. Natürlich sind wir vor allen Dingen enttäuscht über die 21 Gegentore, die wir in der zweiten Halbzeit dann zulassen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle an Heiko und Axel zum verdienten Sieg. Ja, vielen Dank fürs Erste, André Haber. Und wie die MT das Spiel gesehen hat, sagt uns Trainer Heiko Grimm. Guten Abend, mache ich gerne. Ich glaube, man hat gesehen, oder das haben wir dann in der Halbzeit deutlich angesprochen. Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit auch nicht so schlecht verteidigt haben, wie das vielleicht gefühlt der Fall war. Wir haben nur leider im Gegenstoß in der zweiten Welle haben wir zu viele technische Fehler gemacht, haben immer wieder den Kreisläufer gesucht, statt selbst mit großer Überzeugung zum Tor zu gehen. Ich glaube, dass es eben damit zu tun hat, dass wir nicht optimal in die Saison gestartet sind. Und deshalb bin ich nach den Korrekturen oder nach der Ansprache in der Halbzeit bin ich da sehr zufrieden mit der Mannschaft. Die trotzdem, das war ja nicht einfach, wir mussten das Spiel unbedingt gewinnen, die dann eben sich nicht hat verunsichern lassen, sondern eine gute Abwehr gespielt hat mit einem guten Torhüter und dann eben auch gnadenlos da im Gegenstoß zugeschlagen hat. Das war gut. Ich habe es die ganze Zeit so gehalten oder wir halten das so, dass wir jedes Spiel einzeln bewerten oder man muss immer schauen, was auch der Spielplan hergibt. Insofern sind wir, das Magdeburg-Spiel war ärgerlich, das ist natürlich ganz klar so, aber insofern ist bei uns noch nichts passiert und wir müssen uns jetzt einfach, das wird uns Selbstvertrauen geben, das gibt ein bisschen Sicherheit und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel, jetzt kommen so Gegner, wo wir die Punkte unbedingt holen möchten. Und darauf werden wir uns fokussieren und dann wird uns das gelingen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Heiko Grimm. Wir wollen natürlich auch nochmal die Manager zu Wort kommen lassen. Carsten Günther, SCD HFK Leipzig hat gesagt, wir wollen besser abschneiden in dieser Saison als letzte Saison. Da war der SC Platz 8, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist so ein Spiel wie heute und so ein Ergebnis schon sozusagen ein kleiner Rückschlag auf dem Weg zur Zielerreichung? Ja, schönen guten Tag erstmal von meiner Seite. Glückwunsch an die MT zum verdienten Sieg. Die Saison ist noch nicht sehr lang, deswegen brauchen wir jetzt uns noch nicht über Erreichen von Zielstellungen und so weiter zu unterhalten. Jeder weiß, dass wir mit ein paar Rückschlägen in die Saison reingestartet sind. Und gerade in dieser Phase zählt es eben, dass jeder
extrem viel Verantwortung übernimmt und dass viele Sachen gut funktionieren und wir sehr fokussiert sind. Und das ist an vielen Stellen uns noch nicht gelungen, auch heute wieder phasenweise nicht gelungen. Wir haben einige Schnitzer wieder dabei und ich sage immer, wenn unser Busfahrer so viel Verantwortung übernimmt, dann liegen wir alle im Seitengraben. Das müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Das zieht sich jetzt durch den kompletten Saisonstart so durch und das kann so nicht sein. Auf der anderen Seite haben wir heute, André hatte schon gesagt, einen sehr, sehr guten Start ins Spiel rein. Und aus den Möglichkeiten, die wir haben, machen wir lange viel und dann werfen wir das Spiel ganz, ganz schnell weg, gehen die Köpfe runter und der Abstand wird wieder riesengroß. Und das ist eine Sache, die gefällt mir überhaupt nicht. Daran müssen wir weiter arbeiten. Aber das hat nichts damit zu tun, ob wir unser Ziel am Ende der Saison erreichen. Da haben wir noch 30 Spieltage, um das wieder hinzukriegen. Und wir haben immer gesagt, wir wollen uns persönlich verbessern, wir wollen uns individuell als Spieler und vor allen Dingen als Mannschaft verbessern. Wozu das dann am Ende reicht, ob das 8, 7 oder ein anderer Platz ist, der auch 9 oder 10 sein kann, das ist mir eigentlich egal, wenn ich von jedem sehe, dass wir daran arbeiten, Schritte vorwärts zu machen. Und das ist in der Deutlichkeit aktuell nicht so zu vernehmen. Von daher müssen wir uns dort wirklich zusammenreißen und müssen sehr, sehr fokussiert weiterarbeiten. Das wissen aber alle Beteiligten und ich bin sicher, dass sie das auch weiter so machen werden. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Geschäftsführer des SCDHFK Leipzig, Carsten Günther. Axel Gerken, Vorstand der MTM Elsungen, nach der, ich sag's mal vorsichtig, durchwachsenen zweiten Halbzeit in Mannheim. Hat die Mannschaft heute die Kurve gekriegt? Wie hast du es gesehen? Ja, guten Abend oder guten Tag, weiß gar nicht, was man jetzt sagen soll. Also in der zweiten Halbzeit würde ich sagen, ja. Wir haben uns nach auch wieder in der ersten Halbzeit vielleicht auftretender Verunsicherung und ja vielleicht auch ein bisschen, ich sage auch ein bisschen lethargisch, wieder nicht mit dem richtigen Dampf in das Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit aber sehr gut freigeschwommen und das hat die Mannschaft dann zusammen mit Heiko, finde ich, sehr gut gemacht. Da konnte man in der Abwehr schon sehen, wie das phasenweise aussehen kann, wie unser Torhüter halten soll und wie wir Gegenstoß spielen wollen. Also insofern, glaube ich, können wir auf die zweite Halbzeit sicher aufbauen, die uns Selbstvertrauen geben sollte und uns positiv in die Zukunft schauen lassen sollte. Ich möchte noch einen besonderen Gruß hier loslassen, nämlich an Michael Biegler, dem ich herzliche Genesung wünsche, weil ich weiß nicht so genau, wie es ihm geht, aber trotzdem erstmal gute Besserung und dass er bald zurück ist. Dankeschön. Sagt MT-Vorstand Axel Gerken, es gibt Fragen an unsere Gäste hier vorne. Jetzt gibt es die Gelegenheit für Sie, das zu tun. Wenn dem nicht so, da gibt es eine Frage. Da mit Mikrofon natürlich. Günther, wie lange ist oder ist abzusehen, wie lange Michael Biegler fehlen wird? Stand jetzt noch nicht, ist noch nicht abzusehen. Ist noch nicht abzusehen, das heißt, er könnte auch länger Zeit ausfallen. Ich möchte da gar keine Spekulationen gut, okay, gut, danke anheizen. Schön. Wir drücken ihm alle Daumen, dass okay, es die schnell fit ist. Okay. Dann bleibt es an mir zu sagen, dass die MT als nächstes ein Auswärtsspiel bestreitet am Donnerstag, 13.09. in Wetzlar, das Hessen-Derby. Wir sehen uns hier alle hoffentlich wieder am 20.09., wenn die MT Melsungen den VfL Gummersbach empfängt. Wir sagen Dankeschön an Carsten Günther, an André Haber, wünschen dem SC weiterhin viel Erfolg in der Bundesliga, genauso wie der MT Melsungen, Heiko Grimm, Axel Gerken und tragen Sie frohe Kunde vom MT-Handball hinaus in alle Welt. Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal. Just